äußerst herzlich begrüßen zu dieser vorletzten Station der Pfaffenhofener Winterbühne, unserer Gastspielreihe während der Wintermonate. Heute mit einem Gastspiel der Kammeroper München über eines der größten Rätsel der Neuzeit, nämlich Caspar Hauser, das ja schon ganz oft Vorlage war für Theaterstücke, Romane. Peter Handke zum Beispiel hat ein Stück über Caspar Hauser geschrieben, ein großes Rätsel, das viele, viele Forscher beschäftigt hat. Wer war dieses Findlingskind, dieser Findlingsjunge, der zweifellos ein Menschenkind war, aber offensichtlich in der Wildnis aufgewachsen war? Und warum hat er in der Wildnis überleben können? Und was ist seine Herkunft? Dieses Rätsel hat die Menschen immer schon fasziniert und ist nun auch Vorlage für diesen Kindertheater, Opernabend oder Vorproduktion der Kammeroper München, die wir heute sehen werden. Die Kammeroper München existiert seit etwa 10 Jahren und wurde von opernbegeisterten Freunden ins Leben gerufen. Sie haben, wie ich gerade vorhin erfahren habe, ihre eigentliche Heimstatt in München, im Schloss Nymphenburg. Dort eröffnen sie immer im Sommer. Dieses Jahr wird es im August sein mit einer neuen Produktion, ihre Kammeroper-Saison, und sie läuft dann bis in den Winter oder bis in den Spätherbst rein. Und wie ich gehört habe, wird es dieses Jahr eine Opernproduktion geben über Mozart. Und möglicherweise haben Sie ja dann Lust, dann auch nach Nymphenburg zu fahren und im Schloss sich das anzuschauen. Heute sind wir in unserem schlossartigen Rathausfestsaal, und bei der Produktion Prinz Caspar der Kammeroper München wünsche ich nun Ihnen und uns einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Der Welt am schönsten.